Ja, und ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Aber es weihnachtet heute ohne Kopfbedeckung. Ja, weil es geht nämlich heute los. Wir haben heute den 1.12.2021 und ich fange an, Adventskalender auszupacken, die für mich sind. Genau. Die ich mir gönne, die nur für mich sind. Und da habe ich 5 Stück an der Zahl. Warum zeige ich 10? 5 Stück an der Zahl. Und ich habe nämlich hier von Milka. Ja, ein bisschen Süßes muss auch sein. Dann habe ich Balea, Essence, Tanja, Revolution und den My Little Box Adventskalender. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Türchen 1 an. Und da fangen wir einfach mal mit dem Milka an, ne? Türchen Nummer 1 ist der Milka Adventskalender hier. Und da ist drin, oh, guck mal, ein Schlittschuh. Der ist aber schön, ne? Der Schoki. Ja, so einmal am Tag Schoki geht, ne? Ein Schlittschuh und ein Wasch. Nee, Waschbär? Weiß nie, weiß ich nicht. Ja. Genau. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte jetzt. Den muss ich erstmal hier unten stehen lassen, weil ich den auf dem Essens hatte. Und ja, wir werden jetzt den Essens aufmachen. Dafür muss ich jetzt einmal aufstehen und den holen. Ja, ihr seid live dabei, ne? So, dann machen wir die Nummer 1 auf von dem Balea-Adventskalender. Und ich wollte mir einfach. Oh, ich glaube. Hier ist irgendwie was verrutscht. Naja, das werden wir dann sehen. Wollte mir halt auch mal im Dezember was gönnen, ne? Und dann haben wir in dem ersten, also wir haben hier drunter sowieso, was ist da drin und warum. Aber das brauchen wir nicht. Seht ihr hier die Beule? Irgendwie ist da was verrutscht. Also wir haben hier oben drin, we are all like a snowflake, all different in our own beautiful way. Da ist drin eine Bodylotion. Haha, wir schauen mal den Duft an, weil wer weiß, vielleicht noch irgendwas in die Steppi-Boxen wandert oder so. Magic in the air mit Vanille und Nelkenlatte-Duft. Leute, das muss ich ausprobieren. Da muss ich mir einen Dotten drauf machen. Also wenn das mal nicht weihnachtlich ist, ne? Oh, und die zieht schnell ein. Ich glaube, die werde ich behalten. Ja, doch. Die werde ich behalten. Ich habe zwar 3 Millionen Bodylotions, aber das ist wurscht. Boah. Boah, was für ein toller Duft. Wow, der gefällt mir richtig gut. Also, du kommst wieder da hinten hin und wartest, dass du morgen wieder dran kommen darfst. Wir haben nämlich jetzt den von Essence. Da packe ich mir jetzt hier mal mein Kritzmitz weg. Hier drauf, damit es. Ja, bleibst du stehen? Ja. Von Essence, den Adventskalender. Ich weiß, ihr habt den ja schon überall, die Kalender alle schon gesehen, aber ne? Wir machen mal die erste Schublade, weil wir suchen ja die Nummer 1. Ich finde das toll mit diesen Schubladen, ne? Guck mal, wie der Essence-Adventskalender aussieht. Der ist doch toll, ne? Ah, finde ich schön. Die lassen sich jedes Jahr was Neues einfallen. Und das finde ich einfach toll. Ah, und hier haben wir die Nummer 1. Das sind dann halt so Kläppchen. Und ja, schauen wir mal, was da so drin ist. Let's melt hearts, not snow. Leute, hier ist ja schon mal Tolles drin. Ja. Oh mein Gott. Ein Blush. Oh, guckt euch das mal an. Ist der toll. Wunderschön leuchtendes Rouge für einen rosigen Jingle Glow. Jingle Bell. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist der schön. Ist der schön? Mag es gar nicht reingehen, ne? Oh ja. Oh ja. Aber wirklich einen tollen sonnigen rosa Glow. Oh mein Gott. Oh, ist der schön. Entschuldigung, ich flippe ein bisschen aus. Da bin ich wieder. Wow. Wow. Eine tolle Nummer 1. Ich bin geplättet. Ich bin geplättet. Ich finde toll. Ich finde toll. Hallo.
Hallo, hallo, hallo. So, den stellen wir jetzt natürlich wieder hier hin. Ja, ihr werdet jetzt jeden Tag wahrscheinlich dasselbe sehen hier. So, wir machen jetzt den von Revolution auf. Den habe ich mir ja günstiger geschossen für 42 statt 50 Euro. Und ja, das ist ein Klappkalender. Ich habe den jetzt extra zugeklebt, Leute, weil der ständig aufgegangen ist und dann ständig alles flöten gegangen ist hier. Die ganzen... Also das ist kein stabiler Kalender. Für 50 Euro hätten sie wirklich mal einen stabilen Kalender machen können. Den kannst du nicht einfach... wir versuchen den mal jetzt hier irgendwie... Also den kannst du... Der sieht so aus. Schön. So ist es nicht. Aber den kannst du nicht einfach so hinstellen. Die plöppen da alles raus. Die plöppt alles raus. Also das geht leider nicht. Aber ich finde ihn trotzdem sehr schön. Und ich liebe ja, wie ihr wisst, Revolution. Ich bin ein großer Revolution-Fan. Oh, diese Bodylotion riecht gut, ne? Bin ein großer Revolution-Fan und deswegen habe ich mir den auch bestellt. Ich habe gesagt, Mensch, 8 Euro sparen da drauf ist super. Und deswegen machen wir jetzt mal die 1 auf. Deswegen habe ich mir den auch bestellt, ja. Die Nummer 1 beinhaltet einen Lippi. Da steht aber nichts drauf. Steht halt nur die, na gut, ich glaube, den neu packen. Da muss man auch Lippi reintun, ne? Also, das ist diese schöne Farbe hier. Slow steht da drauf. Langsam. Wow, ist das ein Rot. Wow. Ich glaube, so eins habe ich noch. Wow. Alter Vater. Wow. Guckt euch das an. Ist das rot oder ist das rot? Booyah-Chaka. Wow. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. Ja, jetzt vorsichtig wieder zusammen machen und hinstellen. Wow. Ich bin, wow. Das ist mal ein Rot. So, ich glaube, du wirst halten. Ich hoffe, er hält. So, ich gehe jetzt mal rüber zu meinem My Little Express hier. My Little Adventskalender. My Little Box. Ja, da hatte ich zum Experten gesagt, mein lieber Schatz, ich musste was sagen. den My Little Advents, My Little Box Adventskalender möchte ich gerne haben. Ich so, wenn er über 100 Euro kostet. Da habe ich gesagt, den gönnst du dir. Aber der nur 50 gekostet und das war für mich ein Schnäppchen und das muss er haben. Ja, der ist wirklich wunderschön, ne? Und russisch angehaucht, ich weiß gar nicht warum, aber dann machst du den auf und dann hast du wirklich also so ein Monstrum, was du dir da hinstellen kannst, aber wirklich wunderschön mit dem Zug, ja, hat was vom Polarexpress, ne? Und ja, da oben ist der Nikolaus und ach, es ist einfach richtig schön weihnachtlich. Und wir machen jetzt mal Kläppchen Nummer 1 auf. Und ich freue mich, dass ich den ergattern konnte, weil der war wirklich unheimlich schnell ausverkauft. Ich glaube, ich hatte die E-Mail bekommen, habe dann zufällig ins E-Mail-Postfach geguckt, einfach nur so, was ist so heute los. Und dann, ich glaube, um 15 Uhr kam die Mail, um 15.01 Uhr habe ich geguckt und dann sofort bestellt. War Glück. Ich gucke nämlich sonst nicht jeden Tag in E-Mails. So, die 1 ist hier. Und die machen wir jetzt mal auf. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Okay. Das fängt ja schon mal gut an. Ich krieg die Sachen nicht raus. Okay. Ich habe ja immer hier meine Schere. Wow. Oh Gott. So, ich habe hier drin von Nüxi dieses Öl. Boah, das ist eine Glasflasche, Leute. Multipurpose, hier steht es bestimmt auch auf Deutsch drauf. Multifunktionstrockenöl. Gesicht, Körper, Haar. Im Handumdrehen wird die Haut mit Nährstoffen versorgt, verfeinert und ebenmäßig. Die Haare sind gepflegt und glänzend. Wow. 98% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs, 100% pflanzliche Öle. Und ich weiß, dass dieses Nüxi-Öl nicht günstig ist. Boah, da freue ich mich drüber. Das ist doch mal eine super Nummer 1. Das ist noch zu. Finde ich aber auch gut, dass es zu ist. Mega. Ich freue mich bolle. Toll.
Ganz toll. Und jetzt kommen wir zum letzten. Und der ist nämlich von meiner lieben, lieben Tanja, von meiner lieben Mausi Tanja, von meinem Schatz, von meinem Engel, von meinem, ja, genau. Von ihr ist nämlich dieser Adventskalender. Wir haben uns nämlich gegenseitig einen Adventskalender geschickt und ja, den mache ich natürlich auch dann täglich auf, ne? Und wir fangen mit der 1 an. Wollen wir mal gucken, was sie da so reingepackt hat. Ich bin echt gespannt. Ja. Oh, oh. Hallo, bist du wahnsinnig? Oh mein Gott. Es fängt schon geil an mit einem Pinsel. Und ich habe schon wieder schlechtes Gewissen, dass ich hier nur einen Bronzer von Essence reingetan habe. Das weiß ich nämlich noch. Von Spektrum. Boah. Bro Game, hallo. Von Spektrum, hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaube, das ist nicht günstig, ne? Hallo? Oh, guck mal, wo die mal raus. Oh, Pinsel gehen immer, ne? Oh, Pinsel gehen noch immer. Das ist auch schön. I love it, I love it, I love it. Komm jetzt da raus, ich will dich spüren. Komm da raus, Mensch! Ich will das doch hier. Oh. Guck mal. Der ist schön. Tanja, danke schön fürs Türchen 1. Ich freue mich. Spektrum A17. Oh. Kannst du so schön hier unten drunter. Ne? Ja, das war jetzt Tag 1. Und den werde ich natürlich hier in der Verpackung lassen, weil die Verpackung auch einfach schön ist. Na, guckt euch das an. Ja, das war Tag Nummer 1. Erstmal Schokolade. Ne? Machen wir jetzt Nummer 1. Und der 1. September. Und der 2. September kommt morgen. Freue mich auch schon drauf. Mit kleinen Kind. Weil. Der erste Tag war doch schon der Knaller. Bombenmäßig. Leute, am ersten Tag schon Knallersachen drin. Oh, ich liebe Milka-Schokolade. Also, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und danke fürs Zuschauen. Das war der 1.12. Wir sehen uns wieder am 2. Macht's gut.